Ich würde jetzt einfach mal vorstellen, wenn alles da ist. Ich gehe einfach im Uhrzeigersinn bei mir hier vor. Zu meiner Rechten, die Dame mit dem Korbsessel ist Annette Grecker. Annette Grecker ist Gewerkschaftssekretärin bei Verdi und hat heute den ganzen Tag Tarifverhandlungen geführt. Ist also extra nett, dass du jetzt noch vorbeigekommen bist an deinem Feierabend. Vielen Dank dafür. Ihr wart beteiligt, ganz maßgeblich, gleich zu Beginn der Krise, sofort zu schauen, dass das irgendwie in rechtssichere Bahnen gelenkt wird. Ihr habt gleich einen umfangreichen Tarifvertrag verhandelt, der allerdings auch von manchen Leuten kritisch gesehen wird, weil er natürlich aufgrund der Geschwindigkeit der Zeit nicht alles bis die nächsten 18 Monate jetzt mit zu Ende durchdenken konnte. Und vielen Dank, dass du heute hier bist und vielleicht so aus eurer Sicht ein bisschen was berichten kannst dazu. Ich weiß, dass ihr nicht nur festangestellte Filmschaffende, sondern auch Freie vertretet und dass bei Verdi auch Kulturschaffende gut vertreten sind und es da auch eine spezielle Gruppe für Kunst und Kultur gibt. Deshalb nachher Fragen dazu aus dem Bereich vielleicht an dich. Dann sehe ich hier weiter bei mir im Uhrzeigersinn die Satu Siegemund. Satu, du bist freie Filmemacherin, Regisseurin, Autorin und Vorstandsmitglied vom Bundesverband Regie, in dem ihr freie und aber auch festangestellte Regisseurinnen und Regisseure vertretet. Ist das richtig? Ja, und Regieassistentinnen und Assistenten, Script Continuities und Supervisor und so weiter. Genau. Genau, also ein größerer Filmschaffendenverband auch, genau. David Süß, schön, dass du auch da bist. Du bist frisch gebackener Stadtrat der Grünen. Wurdest reingehievt und vorgeheufelt, vielleicht auch von Kulturschaffenden, die glauben, dass es dringend Menschen braucht, die für sie im Stadtrat sitzen. Denn du bist der, wie nennt man das, der Präsident, der Vorsitzende, also du bist die, Der ja, passt Vorsitzende. schon, der Vorsitzende Vorsitzender des, Vorstand. der Vorsitzende Vorstand des Verband der Münchner Kulturveranstalter. Ihr organisiert eine Zahl, die ich sehr beeindruckend fand. Im Jahr für 10 Millionen Menschen Kulturevents. Ihr habt ein Publikum von knapp 10 Millionen Leuten jedes Jahr. Das geht von großen Straßenfestivals bis zu sehr kleinen Events. Da kannst du uns sicher nachher auch mehr erzählen. Und wir sind natürlich auch gespannt, wie die Stadt München, wie der Stadtrat München auf die Krise jetzt reagiert. Schönen Abend. Also danke, Sanne, dass ihr das organisiert und schön, dass es auch Interessierte gibt zu dem Thema. Ich denke, es ist ja ganz wichtig, dass wir da weiter agieren. Also es wird ja im Augenblick auf Sicht gefahren und es ist ganz wichtig, dass wir da Expertise reinbringen, um einfach gemeinsam zu lernen und zu schauen, dass gerade für uns Kulturveranstalter was weitergeht. Also tatsächlich war es bei uns so, dass ja die Allgemeinverfügung veröffentlicht wurde am 9. März, wenn ich das richtig erinnere. Und da dann glaube ich, das war der Montag und am Dienstag ist dann schon losgegangen, ist, dass bei uns die Mitglieder angerufen haben und gesagt haben, was bedeutet denn das alles? Die große Frage war damals tatsächlich noch Veranstaltungen ab 500 Personen, also zwischen 500 und 1000 und dann auch nochmal die Frage, was ist dann eigentlich drunter? Und dann muss man schon sagen, wir haben uns dann getroffen im Verband, haben einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben in München, weil wir gesagt haben, wir brauchen hier dringend Unterstützung, weil es ja nicht nur um uns geht, sondern auch um alles, was dranhängt. Also das sind ja die ganzen Dienstleister, Stagehands, die Hallen, die Künstler, Künstlerinnen, aber halt auch vielleicht Minijobber. Und es war klar, dass man da natürlich schon auf eine Katastrophe zusteuert so. Es war aber dann auch sehr, sehr schnell klar, wie dynamisch das Ganze ist und dass man natürlich vielleicht ein paar Tage später den Brief an den OB so gar nicht mehr geschrieben hätte, also weil das so in Veränderungen ist. Und man merkt richtig, man kann immer nur vom Stand heute reden und kann dann schauen, die Probleme zu benennen, hoffen, dass sich dann tatsächlich was ändert. Genau, in vielen Sachen, denke ich, hat man ja was erreicht. Also ich meine, du bist auch ein gutes Beispiel zu sagen, was ist denn mit den Selbstständigen, mit den Freischaffenden, die jetzt in Bayern erstmal nicht versorgt waren, was jetzt inzwischen angelaufen ist. Bei uns war zum Beispiel gleich am Anfang völlig klar, die Soforthilfe sollte ja am Anfang nur gezahlt werden, wenn man absehen kann, dass man innerhalb eines Monats zahlungsunfähig ist. Damit kommt man natürlich, also damit kann man nicht arbeiten. Inzwischen ist es ja bei 3 Monaten und so haben wir jetzt natürlich auch deutlich mehr tatsächlich dann die Soforthilfe beantragen können. Und so geht es immer Stück für Stück weiter. Und
Also wo jetzt die genauen Probleme gerade sind, können wir ja später darauf einsteigen. Würde ich jetzt hier erstmal kurz Stopp machen. Vielen Dank, David, für deine Einschätzung zu dem, was bei euch war, vielleicht Satu. Wenn du als nächster Verband einmal berichten würdest von eurer Verbandsarbeit, von euren Forderungen, wie das zu euch kam. Derweil würde ich in die Runde nochmal eine Kurzumfrage stellen, damit wir ein bisschen wissen, wer überhaupt alles da ist und was da die Probleme sind. Aber fang doch einfach mal zu erzählen an, bitte, Satu. Du kannst dich ja selber lautstellen. Ja, hört ihr mich? Ja, so. Also bei uns ging es natürlich auch rund. Und so, jetzt habe ich da kurz eine Einblendung. Da kann ich nichts machen. Jetzt sehe ich euch nicht, aber egal. Du kannst einfach weiter erzählen, Satu. Ich einfach weiter, genau. Dadurch, dass wir verschiedene Ebenen sozusagen vertreten, also nicht nur die Regie, sondern eben auch die, die in der Regel die Dienstleister sind oder angestellt eben sind, gab es dann natürlich unterschiedliche Fragen. Und auch da mussten wir gucken, von den Regisseuren ist es so oder von der Regieseite her ist es so, dass es da doch einige gab, die durchs Raster gefallen sind. Da müssen wir jetzt einfach gucken, was es da für Möglichkeiten noch gibt. Und ansonsten haben wir auch von Tag zu Tag gearbeitet, haben versucht, links oder unterstützungslinks, weil jedes Bundesland, wir arbeiten ja bundeslandübergreifend, und jedes Bundesland handhabt das anders, und wir mussten gucken, wo gibt es Hilfen, die für die jeweiligen Personengruppen gerade hilfreich sind. Und das war sehr viel Arbeit, und dann gab es noch die individuellen Anfragen. Ja, und habt ihr das Gefühl, in Bayern läuft es anders als in anderen Bundesländern, besser oder schlechter? Da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil wir jetzt nicht so, also das haben wir noch gar nicht, wie soll man sagen, austarieren können oder gucken können, vergleichen können. Also uns fehlen eigentlich noch genügend Vergleiche. Was wir finden, oder wir sind eigentlich so der Meinung, dass wir auch, also nicht nur die Politik, sondern auch die Sender mit einbeziehen möchten. Aber da können wir dann später nochmal drauf zukommen. Und genau, und gerade weil eben, es gibt bei uns doch einige Regisseurinnen und Regisseure, die alle 2 Jahre, alle 3 Jahre einen Film machen und dann vom Ersparten leben ansonsten oder halt von den Rücklagen, die sie dadurch gebildet haben. Das wird bei den anderen Kulturschaffenden, die ähnlich sein, die halt ähnlich arbeiten. Und insofern ist das natürlich auch problematisch bei bestimmten Soforthilfen. Da kann man dann nicht rückwirkend die letzten 6 Monate Einkommen zählen. Ja, das geht, glaube ich, vielen so. Ich habe jetzt auch gerade die erste Umfrage mal gesehen. Ich habe diese Umfragen für euch eingebaut, weil ich wichtig fand, dass wir wissen überhaupt, wer sitzt denn hier bei uns im Publikum. Es ist ein bisschen mehr als ein Viertel Menschen aus dem Musikbereich. Es sind etwas über 40% Menschen aus dem Filmbereich, ungefähr ein Fünftel Leute aus der darstellenden Kunst, dem Theaterbereich, und dann noch aus der bildenden Kunst, aus der Literatur noch Menschen. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Ich würde jetzt gleich, bevor ich die Annette bitten würde, ihren Krisenstart zu beschreiben, und dann der Erhard vielleicht nochmal so einen Abschluss. Vielen Dank, Erhard, dass du dein Gerät extra gewechselt hast und jetzt da bist. Super, total nett. Würde ich jetzt nochmal die zweite Umfrage starten, wo es darum geht, welche Ausfälle für euch da sind, weil ja wir die unterschiedlichsten Beschäftigungsformen haben. Also wenn ihr bitte einmal, da erscheint jetzt ein Fensterchen, wenn ihr dort auch mal ankreuzen würdet, seid ihr im Guckbezug, kriegt ihr Soforthilfe, kommen LFA, Kredite für euch in Frage oder gehört ihr zu den Solo-Selbstständigen? Dann würde ich einmal warten, bis da eine größere Menge Menschen gewählt hat. Das zählt hier mit bei mir an so einem Ticker. Ungefähr ein Drittel hat das Kreuzchen gesetzt. Weil dann können wir sozusagen ein bisschen gezielter drüber sprechen, auch worum es eigentlich hier gehen soll.
Das Institut für Deutsche Wirtschaft hat in seiner letzten Publikation gerade herausgegeben, dass bundesweit ungefähr die Hälfte aller Selbstständigen tatsächlich Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer sind, also Solo-Selbstständige ohne Angestellte. Und ich denke, gerade im Kulturbereich ist es ja auch was, was eine sehr, sehr häufige Form ist. Jetzt hat ungefähr die Hälfte gewählt, bewegt sich auch nichts mehr. Ich mache mal ein Foto, damit ich Daten nachher noch habe. Wir kommen hier ungefähr auf 60% mit Firma Solo selbstständig, 27% angestellt mit KUK und 15% mit Firma in der Soforthilfe, wobei jetzt ja diese Soforthilfe Solo selbstständig sich etwas addiert hat. Das heißt, wir haben da eine sehr hohe Zahl, genau. Dann würde ich die Umfrage schließen. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Last not least, toll, dass du in all der Krisenbewältigung auch zu uns gefunden hast nach einem langen Tag mit Sitzungen, Erhard. Erhard Grundl ist der kulturpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag in Berlin. Er ist ein waschechter Bayer aus Straubing, kommt er. Er war viele Jahre selber Musiker, hat in einer Band gespielt und war auch in der Musikbranche beruflich tätig. Okay, vielen Dank, Sanne, für die Einladung, auch dass du das organisierst, finde ich super. Und auch, ich meine, das, was das Entscheidende, ich habe jetzt nicht alles mitgehört, aber für mich ist es gerade als Kulturpolitiker auf Bundesebene ganz wichtig, einfach die Betroffenen zu hören, wie die Maßnahmen, die jetzt da sind, wie die wirken, was fehlt, wo sie nicht greifen und so weiter. Das ist eigentlich das Entscheidende. Natürlich die letzten 2, 3 Wochen, 4 Wochen haben ständig diese Gespräche auch stattgefunden. Auch die Alarmsignale kommen natürlich an. Und man merkt auch, sie nehmen fast jeden Tag, also täglich zu. Es ist Wahnsinn, dass die Leute dann immer mehr merken, jetzt fehlt das Geld in der Geldbörse und es ist ein Problem, wie komme ich dazu, dass diese Hilfen auch mich erreichen. Und wir haben jetzt heute in der Fraktionssitzung unseren Antrag beschlossen, der mit relativ heißer Nadel gestrickt wurde, der am Mittwoch, morgen schon, nee, oder Donnerstag, entschuldigt, wenn ich ein bisschen durcheinander gerate, im Bundestag zur Gutscheinlösung dazugestellt wird als Kulturantrag. Mehr war aktuell oder anders ging es jetzt nicht. Also wir hatten keinen eigenen Debattenplatz mehr für speziell für die Kulturschaffenden. Aber ich glaube, es ist alles drin, was wir jetzt wahrgenommen haben, was aus unserer Sicht passieren muss. Und ich tauche jetzt auch nicht zu tief ein. Zentrum des Antrags wird sein, wir fordern einen Kulturhilfefonds, der eben zielgenau auf alle geht, die jetzt bei den jetzigen Hilfen durchs Raster fallen. Man muss schon sehen, dass ganz viele Leute eben durch das Raster fallen, gefallen sind. Wir haben es auf Länderebene gesehen, der Unternehmerlohn in Baden-Württemberg ist eine Möglichkeit, das abzufedern, also auch für die Kreativen, für die Kulturschaffenden in allen Bereichen was zu erreichen. Bayern hat jetzt ein Stück weit nachgezogen. Ich will es nicht schlechter reden, als es ist. Es ist ein Versuch. Es geht meiner Ansicht nach natürlich, trifft auf jeden Fall nicht alle, die durchs Raster fallen. Ein paar wird es helfen, was ja auch schon mal positiv ist. Und das Dritte, was in dem Antrag, was auch aus den ganzen Gesprächen hervorgegangen ist, Schaffung einer Anlaufstelle, einer Notfallanlaufstelle für Kulturschaffende, die wirklich, wer ist für mich zuständig? Darf ich das Geld, das mir jetzt bewilligt wurde, überhaupt hernehmen? Darf ich das für meine tägliche Existenz benutzen und so weiter? Da gibt es sehr viel Unsicherheit und ich glaube, die Bundesregierung, wir müssen von der Bundesregierung einfordern, dass sie in ganz vielen Bereichen Klarheit schafft und die Leute einfach mal sagen, was ist es? Und da gibt es zig Beispiele. Ich sage jetzt nur einfach, dieses Verbot von Großveranstaltungen. Bis heute ist nicht definiert, was sind denn Großveranstaltungen, wen trifft es, wen nicht. Trotzdem, sonst sage ich es immer am Anfang, jetzt sage ich es hier am Ende von diesem Statement. Das Entscheidende ist natürlich die Eingrenzung und die Bekämpfung der Pandemie. Das ist das Oberste. Also egal ob Konzerte, ob Fußballspiele oder Festivals oder was auch immer, das Entscheidende, darauf müssen wir auch eigentlich alles ausrichten, ist die Eingrenzung dieser Pandemie. Gleichzeitig natürlich, die Politik ist gefordert, die wirtschaftlichen Konsequenzen oder die wirtschaftlichen Auswirkungen
zu bekämpfen. Nicht abzufedern ist mir fast ein zu schwaches Wort, sondern wir müssen kämpfen und wir müssen insbesondere für die Kultur kämpfen, weil das ist schon klar, für viele ist es auch nicht so sichtbar. Wir müssen auch laut sein als Kulturpolitiker, als Leute, die im Kulturbereich arbeiten, weil wir sind relevante Player, das kann ich allein schon an der Zahl festmachen. Die Bruttowertschöpfung der Kreativwirtschaft im Jahr 2018, ich bin normalerweise kein Zahlenmensch, aber ist bei 100 Milliarden Euro gewesen. Das ist mehr, als die Versicherungswirtschaft hergebracht hat und ist knapp unter Maschinenbau. Und das zeigt, dass eben Kunst und Kultur sind kein Sahnehäubchen für die Gesellschaft. Sie sind Lebenselixier, das wissen wir alle, aber es ist selbst für, wenn man es nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, so relevante Größe, dass wir mit breiter Brust auftreten können und sagen können, hier sind Hilfen wirklich absolut angezeigt. Danke. Ja, vielen Dank, Erhard, für die Zusammenfassung, dass man auch einfach das Selbstbewusstsein hat, wirklich zu erkennen. Es geht bei Kultur nicht um irgend so was Kleines, nice to have, sondern es ist auch ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ich fand die Zahlen auch ganz spannend, die jetzt die DEHOGA gebracht hat mit ihren 10 Milliarden. Also da liegen wir einfach vom Umsatz her und von der Bruttowertschöpfung weit drüber. Und wir sind auch deutlich länger betroffen, weil natürlich Infektionsschutz in vielen Bereichen im Kultursektor viel schwerer umzusetzen ist. Wir haben natürlich auch Anträge zum Thema gestellt. Wir haben tatsächlich vom Tag der Veranstaltungsverbote ab probiert, einen Takt zu geben, gleichzusetzen, wo die Probleme sind. Das hilft natürlich sehr, wenn man so wie du selbst auch oder wie ich auch selber aus der Branche kommt, also selber die Bedarfe kennt, selber die Regelungen kennt, selber weiß, wie das Leben, das Überleben in der Szene funktioniert. Wir haben jetzt natürlich wohlwollend aufgenommen, dass die Staatsregierung, die CSU, die Freien Wähler sich in die richtige Richtung bewegen. Aber durch dieses Kriterium, das zur Auswahl gelten soll, KSK-Mitgliedschaft, sind einfach ganz viele Leute ausgeschlossen von den Hilfen. Zum Beispiel die Musikerinnen und Musiker, die kriegen den Geld, aber die Leute, die denen die Bühne auf- und abbauen oder denen bei den Kostümen helfen, die kriegen kein Geld. Schauspielerinnen und Schauspieler sind oft auch nicht in der KSK. Der Verband hat mir geschrieben und gesagt, ca. 80% der Menschen seien nicht in der KSK Mitglied, weil die ja während Filmdrehs immer auf Lohnsteuer sind und am Theater auch auf Lohnsteuer, trotzdem meistens die Anwartschaftszeiten für ALG 1 nicht zusammenbekommen. Das ist ein großes Defizit. Wir wollten gerne auch, wie ihr, Erhard, jetzt das morgen im Ausschuss behandeln. Wir haben auch einen anderen Kulturantrag im Ausschuss. Die Ausschusssitzung ist übrigens bei uns live im Internet zu sehen jetzt auch. Aber es war leider so, dass der CSU-Vorsitzende des Ausschusses abgelehnt hat. Die Tagesordnung sei schon zu voll. Ich habe da angeboten, ich nehme einen anderen Antrag runter, damit die Tagesordnung nicht zu voll ist. Und daraufhin sagte er, wir sind ja nicht auf dem Basar. Und dass man da einfach wirklich das nicht im Blick hat, was er gerade gesagt hat, wie es den Leuten geht. Und das ist einfach ganz viele, die haben schon ihr Studio, ihr Atelier gekündigt. Das nächste, wo kein Geld mehr da ist, ist die Miete. Ja, man kann die Stunden lassen. Aber am Ende der Corona-Krise in 12 Monaten, in 18 Monaten, in einem halben Jahr sind dann Mietschulden da, sind Steuerschulden da. Das ist natürlich keine Lösung. Da würde mich interessieren an die beiden Vertreterinnen und Vertreter der Verbände, wie geht man denn bei euch mit solchen Darlehen um? Vielleicht David, bei euch, die Kulturveranstalter, betrifft es noch mehr, weil da eher KfW und LFA-Kredite in Frage kommen. Wie gehen die Leute damit um, dass sie zwar viele Hilfen kriegen, aber die alle die Probleme nur nach hinten verschieben? Also dazu muss man vielleicht erstmal sagen, so viele Hilfen sind da noch gar nicht geflossen. Also wo, so wie ich gesagt habe, die Soforthilfe war ja tatsächlich am Anfang darauf so gebunden, dass man innerhalb eines Monats zahlungsunfähig sein hat müssen. Das ist natürlich für ein bestehendes Unternehmen, wird das in den wenigsten Fällen zutreffen. Nachdem das mit den 3 Monaten war, haben tatsächlich einige beantragt, aber dann war inzwischen ist ein Antragsstau da. Also ich kann es jetzt für meinen Betrieb sagen, also ich habe einen Club, also einen Club für Techno und House.
Wir haben am 6. April beantragt, die Soforthilfe, und haben bis heute noch nichts bekommen. Das geht, weil wir tatsächlich einfach Geld auf dem Konto haben. Wir haben auch relativ am Anfang bei unserer Bank nachgefragt, ob wir denn schon ein Darlehen bekommen können. Und da hat unsere Bank auch gesagt, das ist tatsächlich im Augenblick, ist ja noch gar nichts verschriftlicht. Also das war noch im März. Ich habe dann von Kollegen, Kolleginnen gehört, die es probiert haben. Da haben die Banken abgelehnt, weil sie ja tatsächlich immer noch mit 10% im Risiko mit waren. Auch das wurde ja jetzt erst geändert, dass tatsächlich der Bund für 100% einsteht. Aber auch da, also Stand heute, kenne ich tatsächlich niemanden, der so einen Kredit bekommen hat. Also weil das verschriftlicht worden ist, es ja erst Ende letzter Woche. Das heißt, ich habe gestern meinen Banker angeschrieben und warte jetzt heute noch drauf, ob wir das dann tatsächlich bekommen können. Und bin dann auch gespannt, wie so ein Antrag läuft. Das große Problem ist aber, also das muss man ja sagen, wenn ich die Soforthilfe kriege, das werden bei uns, bei unserem Betrieb 30.000 Euro sein, damit kann ich noch nicht mal 3 Monate, also noch nicht mal ein Vierteljahr meine Miete bezahlen. Die Miete für mein Objekt und für mein Büro. Davon ist aber dann immer noch nicht gezahlt, das, was ich, also der ich ja die Firma betreibt, Gesellschafter bin, ich brauche ja für mich auch Geld. Also ich muss ja auch zu Hause meine Miete zahlen, ich muss meine Altersvorsorge bezahlen, ich muss meine Krankenversicherung zahlen. Das alles ist damit überhaupt noch nicht abgedeckt. Und dafür sollen wir Stand heute dann auch ein Darlehen aufnehmen, also Schulden anhäufen. Also das heißt, wir stunden im Augenblick unsere Steuern, also da, wo es geht, vielleicht dann auch mal eine Miete, aber auch nur bis Juni. Ansonsten häufen wir Schulden auf, die dann, wenn wir wieder aufsperren, und das ist in unserem Bereich, da wir ja mit Menschen zu tun haben, ist es ja Absicht bei uns, dass die Menschen sich nahe kommen, natürlich auf absehbare Zeit erstmal nicht stattfinden kann. Also lasst es mal irgendwann in 2021 sein, dass wir aufsperren können, dann sind wir so hoffnungslos überschuldet. Also wir haben ja jetzt nicht einen Betrieb, der gigantische Gewinne abwirft. Also die Schulden, die wir dann aufgehäuft haben, die werden wir nicht mehr abtragen können. Und das ist das, was ich tatsächlich eigentlich bei uns im Verband, was so alle Mitglieder äußern. Habe ich jetzt bis jetzt keinen gehabt, der irgendwas anderes gesagt hätte. Wie lange könnt ihr überleben? Das klingt ja jetzt nicht so, als würde es demnächst jemand pleite gehen. Wir können natürlich, solange wir die Darlehen einfach so bekommen, können wir natürlich existieren. Aber wenn wir dann wieder aufsperren, wenn wir dann anfangen müssen, diese Darlehen zu tilgen, dann ist natürlich irgendwann tatsächlich auch eine Überschuldung da, weil absehbar ist, ich kann das vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht fliege ich aus meinem Mietvertrag raus, vielleicht funktioniert mein Geschäftsmodell nicht mehr. Diese Sachen können wir nicht in die Zukunft schauen. Ja? Das finde ich extrem schwierig. Also es gibt schon welche, die sagen, wenn ich nur die Soforthilfe habe, also nimm jetzt meinen Betrieb, wenn ich nur die Soforthilfe habe, dann bin ich nach 2,5 Monaten allein durch die Mietzahlung zahlungsunfähig. Dann können wir vielleicht noch das Geld, das wir auf dem Konto haben, ein paar Rücklagen aufbrauchen. Aber auch die sind natürlich dann weggeschmolzen und dann können wir überhaupt nicht mehr starten. Ja? Weil ich brauche ja, wenn ich wieder loslegen will, muss ich auch wieder Künstlergagen zahlen, geht ja der ganze Betrieb wieder los. Und das ist das, was ich also durch die Bank von allen Veranstaltern höre. Danke, David. Es gibt jetzt hier im Chat einige Fragen. Da ist zum Beispiel eine Frage von Katharina Strein nach der Definition der Großveranstaltung. In Thüringen sind es zum Beispiel über 30 Personen. In Hessen spricht Bouffier von maximal 100 Personen. Habt ihr euch da im Bund schon mal drüber unterhalten? Nein, also wir fordern das, dass das präzisiert wird. Es ist bisher nicht geschehen. Ich will nicht immer alles auf die Regierung schieben, aber ich habe morgen die Gelegenheit, mit der Kulturstaatsministerin zu sprechen. Ich werde genau diese Frage stellen. Aber ich möchte kurz mal darauf eingehen, was David Süß gerade gesagt hat, weil ich finde, das ist sehr exemplarisch natürlich. Es gibt in Berlin, hat sich im Januar eine Parlamentariergruppe zur Clubkultur gegründet, fraktionsübergreifend. Und das fand ich, ja, das ist super, nur jetzt sind wir wirklich von der Seite getroffen. Niemand hatte das erwartet. Deshalb ist es wirklich auch ein Stück weit, ich bin jetzt hier nicht der, also ich mag schon Zuständigkeiten adressieren, aber ich gutiere, dass alle, auch die politisch an den Geldtöpfen jetzt sitzen, also das sind zum Großteil im Bund und auf bayerischer Landesebene von den anderen Parteien, dass sie auch
noch kein Role Model vorher hatten, damit umzugehen. Ich meine, wenn ich mir jetzt Harry Klein anschaue, eine Institution in München, die auf Schweißaustausch des Publikums quasi angewiesen ist, so vom Selbstverständnis her. Jetzt hier heute Prognosen abzugeben, wann das wieder kommen wird und so weiter, das ist brutal schwer. Also es ist leider so, dass die Kulturbereiche, die eben auf Publikum ausgerichtet sind, die ersten waren, die es getroffen hat und, soweit man es jetzt irgendwie einschätzen kann, wahrscheinlich am längsten von diesen Auswirkungen betroffen sein werden, weil es gibt Überlegungen, dass man sagt, okay, ihr kennt es alle, jetzt haben die Autokinos Hochkonjunktur, weil man versucht, alles in die letzten verbliebenen Autokinos dann noch Konzerte zu machen, aber es sind natürlich nicht die Art Konzerte oder wie wir sie lieben. Und bei Clubs und so weiter ist es ja noch viel greifbarer. Ich glaube, was ganz klar angekommen ist und was einfach auch nicht mehr zu diskutieren ist, dieser Verweis, da hat sich die Frau Grütters ein Stück weit immer hinter Altmaier versteckt, dieser Verweis auf Liquiditätshilfen, also eben Kredite und gepaart dann mit dem Hinweis, geht doch mal zu deiner Hausbank und die kommt leichter ans Geld. Das sieht man nämlich schon nach kürzester Zeit, haben wir gesehen, dass das in der Kulturbranche nicht trägt. Ich kann keine Veranstaltung nicht zweimal machen. Ich habe niemand, den ich kenne, also jetzt auf dieser Ebene von Clubs, von kleineren Veranstaltern oder mittleren Veranstaltern, ist so auf Rosen gebettet, dass er nach Ende der Pandemie vielleicht das Doppelte an Einnahmen generieren könnte, weil das müsste er dann, um diese Kredite zu bedienen. Also die Kredite funktionieren nicht und man sieht auch schon, dass die Hausbanken, dass die Banken nicht bereit sind oder nicht ins Risiko gehen, so wie es die Bundesregierung vielleicht geglaubt hat, dass sie es tun, sondern im Gegenteil, wenn Leute aus dem Kulturbereich kommen, dass die Zinsen, die aufgerufen werden für diese Darlehen, sowieso so hoch sind, dass es uninteressant ist. Also da müssen wir auch als Opposition ganz klar draufgehen, wenn die Sonntagspredigten von der Wichtigkeit der ganzen Kulturszene gelten sollen, dann muss man da einfach andere Mittel greifen und auf jeden Fall auf Direktzahlungen, Direkthilfen gehen, die eben nicht zurückzahlbar sind in dem Moment. Und wenn Leute dann sagen, das ist aber super teuer, dann würde ich immer sagen, wenn uns diese Infrastruktur wegbricht, diese kulturelle Infrastruktur, das wiederherzuholen, wird sehr schwer sein, wenn es überhaupt möglich ist. Und wenn es möglich ist, dann wird es uns ein Vielfaches dessen kosten, was jetzt die Hilfen kosten. Ja, danke, Erhard, für deine Einschätzung da. Annette, ich würde dich bitten, einfach dazwischen zu reden, wenn dir danach ist, damit wir wissen, ob denn... Ja, ich sehe ein grünes Mikro. Annette, ich gebe dir das Wort. Alles klar, die Frage ist immer noch, wie das aufgeschlagen ist, nehme ich an. Wir sind inzwischen weitergegangen. Wir hören dich sehr gut, Annette. Wir haben die erste Publikumsfrage schon beantwortet und im Publikum gibt es auch Fragen zum Kurzarbeitergeld. Und zwar da fragt Janne Sina, was ist, wenn bezahlter Urlaub rückwirkend gestrichen wird? Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Frage gar nicht so genau verstehe, um ehrlich zu sein. Bezahlter Urlaub rückwirkend gestrichen. Wahrscheinlich geht es darum, aber ich kann mal schauen, ob ich sie finde. Dann kann ich sie einfach selber freischalten, dann kann sie das erklären. Ja, also wahrscheinlich geht es darum, dass man ja, um Kurzarbeitergeld überhaupt zu kriegen, dass man erstmal seinen Urlaub aufbrauchen muss, weil man sonst gar nicht berechtigt ist für Kurzarbeitergeld. Möglicherweise geht es in diese Richtung. Und ich würde jetzt einfach mal hier freischalten. Und es ist ein grünes Mikrofon, so wie das sein sollte. Hallo, du kannst sprechen. Ja. Hört man mich? Ja, man hört dich gut. Ja, super, danke schön. Ja, ich bin Schauspielerin und wollte nur fragen, weil die Kurzarbeitergelder, die waren ja momentan aktuell die letzten 2-3 Wochen und da wurde halt tatsächlich, um einen solchen Vertrag überhaupt erstmal wirksam werden zu lassen oder unterschreiben zu können, muss vorweg der Urlaub genommen sein, der Jahresurlaub. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel bis Ende des Jahres fest angestellt ist in einer Münchner Serie und die Kurzarbeitsverträge jetzt auf den Tisch kommen,
da lief es dann so ab, dass für den März auf einmal Urlaub drin stand, der angeblich schon jetzt absolviert ist, unbezahlt und ungenommen. Und zwar damit eben die Kurzarbeit am 1. April eingeführt werden kann. Und das fanden wir alle nicht so in Ordnung. Und jetzt ist halt meine Frage, ist sowas legal überhaupt? Weil ich hatte den Vorschlag gemacht, dass man doch mein Märzgehalt so quasi einfach komplett sein lässt, so wie es war, weil der März ist ja schon durchgearbeitet gewesen und zu Ende gearbeitet gewesen. Und dann könnte man ab 1. April, könnte ich dann 2 Wochen Urlaub nehmen, bezahlten und daraufhin dann den Kurzarbeitsvertrag eingehen. Und das wurde einfach noch nicht mal beantwortet. Und man steht jetzt so da und fragt sich, ob sowas gehen kann, also ob sowas legal ist. Tatsächlich ahne ich, welche Münchner Serie das gewesen ist. Deswegen ist die Sache auch, um ehrlich zu sein, etwas komplizierter. Es gibt die Möglichkeit, dass diese Kurzarbeit entweder über individuelle Vereinbarungen, über eine Betriebsvereinbarung oder über den Tarifvertrag angewendet wird. Ich ahne, dass es in diesem Fall um eine Serie geht, die eine Betriebsvereinbarung hat, aufgrund derer da tatsächlich Kurzarbeit angeordnet worden ist. Und wenn es das ist, wovon ich ausgehe, dann steht in dieser Betriebsvereinbarung, dass der Urlaub vorher abgenommen werden müsste. Tatsächlich ist es allerdings so, dass die Agentur für Arbeit aktuell nicht darauf besteht, dass Urlaub eingebracht werden muss. Normalerweise sagt die Agentur für Arbeit, wenn schon Kurzarbeit, dann müssen eben im Prinzip alle Parteien auch für den Erhalt des Arbeitsplatzes sich erkenntlich zeigen und dann muss eben auch gegebenenfalls Urlaub oder Überstunden vorher abgebaut werden. Tatsächlich ist es aber so, dass aufgrund der Corona-Krise von diesem Mittel aktuell es wird davon abgesehen, dass da tatsächlich der Urlaub vorher mit eingebracht werden muss. Das ist jetzt eben, um diesen Erholungsurlaub auf Dauer zu sichern. Ich würde allerdings, um ehrlich zu sein, empfehlen, dass man bei solchen Sachen, das sind sehr, sehr individuelle Geschichten, über die muss man eigentlich auch individuell drüber schauen. Tatsächlich ist es immer so, wir müssen uns erst anschauen, haben wir gegebenenfalls schon eine Art genehmigten Urlaub etc. pp. Insofern, ich kann gerne anbieten, dass du dich einfach mal bei mir persönlich meldest, wir gucken über die Unterlagen drüber, aber ohne da tatsächlich die ganzen konkreten Hintergründe zu kennen, ist das immer so ein bisschen schwierig, so Individualsachen allgemein zu erklären. Das ist total lieb, da würde ich mich sehr freuen, wenn das möglich wäre. Vorweg nur noch schnell diese Frage, ist sowas legal, arbeitnehmertechnisch, dass Urlaub einfach gestrichen wird und noch nicht mal das Geld ausbezahlt wird und ich für den Rest des Jahres nur noch 2 Wochen habe und aber durcharbeiten soll und zwar wirklich auch noch aufarbeiten soll für das, was versäumt wurde, da die 65-Jährigen nicht, also die Älteren gar nicht jetzt arbeiten dürfen. Und das heißt, man wird richtig so wirklich vor den Karren gespannt und hat, wenn überhaupt, noch 2 Wochen bezahlten Urlaub und der Rest ist eigentlich gestrichen worden. Ich fand das jetzt arbeitnehmermäßig irgendwie nicht in Ordnung, von meinem Rechtsempfinden her, so als Bürger, sage ich mal, ohne viel zu wissen über die Rechtslage. Also tatsächlich, wie gesagt, Urlaubsabbau vor der Kurzarbeit ist in der Theorie durchaus legal. In der Praxis muss man sich es aber wirklich individuell anschauen. Also das kommt wirklich sehr, sehr drauf an, was passiert ist, ob der Urlaub tatsächlich gestrichen wurde oder ob er eingesetzt worden ist. Das geht aber nicht, das zu beraten, ohne da tatsächlich Unterlagen vorliegen zu haben. Und also ich ahne, wie gesagt, worum es geht und würde deswegen sagen, am besten telefonieren wir morgen mal. Ja, super, das wäre total toll. Ich will das ja auch nicht überstrapazieren, aber vielleicht kann ich diese Frage noch kurz stellen. Sind denn die öffentlich-rechtlichen Sender auch von der Corona-Krise so extrem betroffen, da die GEZ-Gelder ja noch laufen? Das hat sich nämlich mir dann auch noch mal so als Frage gestellt und es ist bestimmt für andere auch interessant, ne, zu wissen, weil die GEZ-Gelder laufen ja weiter und das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen müssten ja eigentlich Geld zur Verfügung haben, um die Schauspieler und Kollegen zu bezahlen. So. Also tatsächlich sind die öffentlich-rechtlichen Sender, ich kann das sagen, weil ich ja auch den Bayerischen Rundfunk betreue,
betreue, in ganz anderem Maße betroffen von der Krise. Zum einen deswegen, weil sie wahnsinnig viele Verpflichtungen, auch feste Verpflichtungen gegenüber ihren Freiberuflern haben. Also da gehört sowohl das Produktionspersonal als auch beispielsweise das journalistische Personal dazu. Da passiert gerade wahnsinnig viel. Und in dem Bereich sehen wir auch, wie wahnsinnig gut es ist, da tatsächlich für Freiberufler mal Tarifverträge abgeschlossen zu haben, weil die auf einmal Rechte haben und tatsächlich auch weiter Ansprüche geltend machen können, von denen sehr, sehr viele auf dem freien Markt gerade nur träumen können. Tatsächlich haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender aber ja auch verpflichtet, einen Teil der Kosten, die jetzt entstehen, und zwar 50% der Mehrkosten, zu übernehmen. Und das wird dann wohl auf Dauer auch an die Produktion ausgeschüttet. Zumindest ist das auch meine Rückmeldung, insbesondere vom Bayerischen Rundfunk, dass sie sich an diese Zusage definitiv halten werden. Genau, okay. Vielen Dank. Sagen wir, die Sato will noch was zum gleichen Thema sagen. Sato, vielleicht, wenn du dich einmal kurz anschließt, weil ich habe noch viele andere Fragen hier in der Pipeline. Ja, also das Problem ist aber, dass halt viele Produktionen beispielsweise, die in den nächsten Wochen oder Monaten hätten beginnen sollen, per Handschlag vereinbart wurden, und das gilt, diese 50% Übernahme gilt halt nur für laufende Produktionen. Für Produktionen, die in Planung sind oder solche Sachen, da, und normalerweise sagt, keine Ahnung, Kamera oder Regie oder vielleicht auch irgendeine Assistenz, die sagen halt schon Wochen bis Monate zu, ein Projekt zu machen, und die stehen halt jetzt wirklich im Regen, und die kriegen zwar versprochen, dass der Dreh verschoben wird, aber wenn ein Anschlussdreh beispielsweise dann geplant war, dann können sie nicht zweimal zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Sets stehen. Also die haben wirklich finanzielle Einbußen, und da haben wir ein ernsthaftes Problem, weil nämlich die Drehs, die jetzt nicht gemacht werden, die werden zwar verschoben, aber dadurch wird alles verschoben, und dadurch haben die Sender natürlich deutlich weniger Ausgaben. Und ich weiß nicht, wie das zum Beispiel mit, also das betrifft ja auch sowohl Fernsehen als auch Hörfunk, Übertragungen von Konzerten oder so, die jetzt ausfallen, die ganzen Kosten, an denen sie sich da beteiligen, da werden ja sicherlich auch manche nicht bezahlt werden müssen. Also bestimmt, wenn Verträge da sind, sicherlich auch anteilig. Aber ich denke, dass auch die Sender da eine Möglichkeit finden, solange kein Vertrag unterschrieben ist. Und Verträge werden beim Film in der Regel einen Tag vor Drehbeginn oder sogar nach Dreh unterschrieben. Und deswegen hat man da überhaupt keine Handhabe, wenn man versprochen hat oder zugesagt hat, bei dem und dem Projekt mitzumachen, da irgendwie ein Geld zu sehen. Da hast du ein ganz zwei wichtige Punkte sogar angesprochen. Ich habe speziell zu den ganzen Vertragsproblematiken beim Film noch mal eine Bürgersprechstunde mit dem Steffen Schmidt-Hug auch, der als Rechtsanwalt spezialisiert ist auf die Rechte von Kulturschaffenden, auf die Rechte von Filmschaffenden, der auch mit der KSK sich sehr gut auskennt. Da schreibe ich auf Facebook wieder eine Programmveranstaltung und auf meiner Homepage, sodass ihr das auch finden könntet. Die zwei Punkte, die du angesprochen hast, die für den ganzen Kulturbereich geltend sind: Es gibt oft keine vertraglichen Vereinbarungen. Das heißt, all diese Menschen, die gucken in die Röhre. Es gibt oft Vereinbarungen mit Handschlag. Und es gibt schon generell so wenig Planungssicherheit, aber gleichzeitig gibt es keine Möglichkeit, was zu verschieben, weil zum Beispiel die Slots in Clubs, auf Konzertbühnen, die sind über ein Jahr hinweg, über zwei Jahre hinweg schon ausgebucht. Das heißt sogar, wenn man zweimal ein Ticket verkaufen könnte für das gleiche Stück, für die gleiche Band, findet man oftmals gar keine Möglichkeit, das noch zu machen. Die beiden Probleme, die sprechen auch so ein bisschen gegen die Gutscheinlösung. Und was ich ganz wichtig finde, die lassen auch strukturelle Probleme, die wir im Kulturbereich haben, deutlich zutage treten. Das heißt, der Fakt, dass es im Kulturbereich keine Mindestgagen, keinen Mindestlohn gibt, der Fakt, dass wir oft ohne Verträge arbeiten, nicht mal ein Deal-Memo per E-Mail rausschicken. Ich bin selber Filmemacherin und war als freiberufliche Performerin auch im Kunstbereich lange tätig. Das war Alltag und das ist natürlich schwierig. Ich würde jetzt aber gerne zu einer Frage kommen von dem Thomas Stoiber, die er vorhin gestellt hat, und hoffe, dass auch da das Mikro grün wird. Ja, Thomas Stoiber, du hattest eine Frage gestellt, bitte.
Ja, hallo in die Runde. Ich bin Musiker, ich habe ca. 130 Auftritte im Jahr und ich bin seit diesem Jahr nicht mehr bei der KSK, weil ich nebenbei noch zwei Anstellungen an zwei kleinen Musikschulen habe. Und jetzt die Frage, bin ich da jetzt mit irgendeiner Hilfe schon komplett raus oder kann ich da noch irgendwie hoffen, dass noch irgendeine Hilfe kommt? Erhard, magst du da oder besser ich, gell, wegen Bayern? Sag einen Satz dazu. Du wirst es ausführen, Sani. Das ist genau der Punkt, wo ich vorher meinte, das sind ungefähr die 50%, die jetzt meiner Ansicht nach nicht gerettet werden oder denen nicht geholfen wird. Und da muss was kommen. Okay. Gut, dann warte ich einfach weiterhin. Danke. Ich würde Sani schon bitten, Sani, du weißt. Ja, nein, ich will auch noch was dazu sagen, unbedingt. Also wir haben genau zu diesem Thema jetzt nochmal einen Antrag gestartet. Der soll morgen hoffentlich noch in den Ausschuss kommen. Ich werde den um 9.15 Uhr als Tischvorlage mitbringen. Ich habe heute mich den ganzen Tag bemüht, den noch rein zu verhandeln. Der Vorsitzende hat leider abgelehnt, das noch zu beraten. Ich werde den auch auf meine Homepage stellen, damit man lesen kann, was unsere grünen Forderungen sind. Die Fraktion steht dahinter. Wir finden es ganz wichtig, dass KSK kein Kriterium sein darf. Wenn KSK Kriterium ist, gibt es viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die hier keine Hilfen kriegen. Die Menschen, die Konzertbühnen aufbauen, bekommen keine Hilfen. Die brauchen wir aber. Die brauchen wir auch noch in einem Jahr, wenn das Ganze wieder hochlaufen soll, was er vorher schon gesagt hat. Die kritische Infrastruktur, um den Kulturbetrieb am Laufen zu halten, das sind nicht nur 30.000 Leute aus der KSK. Es gibt noch eine andere Frage hier im Chat zu den Zahlen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Söder sprach in seiner Rede von 30.000 Leuten in Bayern, 30.000 Künstler, sagte er, als er darüber sprach. In Bayern sind 400.000 Menschen in der Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigt. Das heißt, 400.000 Menschen sorgen dafür, dass wir hier in Bayern Kulturstaat sind, wie es unsere Verfassung sagt. Da steht, Bayern ist Kulturstaat. Da steht nicht, Bayern ist ein bisschen Kulturstaat oder Bayern ist Kulturstaat, wenn man der KSK ist. Wir werden da dranbleiben. Wir werden darauf dringen, dass KSK nicht Kriterium bleiben darf. Wir können nur hoffen, dass die CSU-freie Wählerregierung da einlenkt. Wir präferieren ein Modell wie in Baden-Württemberg, wo es mit der Steuernummer funktioniert. Auch das geht schnell. Auch da muss man nicht extra prüfen. Auch diese Daten hat der Staat bereits. Die Finanzämter müssen am Ende sowieso noch mal prüfen. Ich hoffe, ich habe die Frage einigermaßen beantwortet. Ich habe hier noch eine lange Liste und würde als nächstes jetzt vielleicht tatsächlich zu dem Christian Steinau kommen, der das mit den Zahlen auch gefragt hat, was ich vielleicht beantworten konnte, aber der auch noch eine andere Frage hat. Eine Frage jetzt, kulturelle Infrastruktur, der Erz hat angesprochen, aber bei David kam das auch so ein bisschen bei rum. Und was ich mich jetzt eigentlich frage, ist, was bräuchte es jetzt eigentlich in der Situation? Ihr habt jetzt immer schon gesagt, es ist so salamimäßig ein bisschen, jetzt kommt was, dann wartet man ein bisschen, dann kommt das nächste, aber jetzt gerade im Hinblick auf die Steuerstundung, was oder die anfällt, aber auch diese Darlehen etc., das scheint ja keine Lösung zu sein, sondern was bräuchte es eigentlich, um diese kulturelle Infrastruktur auch in der Fläche und in der Masse, wie sie jetzt ist, zu erhalten, damit das nicht nach der Krise wegbricht? Und da ist die Frage, da wurde jetzt schon mal gesagt, es braucht Direkthilfen, aber wie könnte das ungefähr genau aussehen und gibt es da auch Zahlen oder irgendwelche Pläne und was bräuchte es da? Vielleicht David zuerst und dann Erhard? Also für unsere Mitglieder ist ganz klar, wir brauchen eben eine Hilfe, die unsere Schäden ersetzt. Also weil, also das mal als Vorstellung, wenn ich heute nicht aufsperre, also wenn ich keinen Umsatz mache, dann kann ich A, meine Miete nicht zahlen, ich kann mein Personal nicht bezahlen, aber ich habe auch für mich kein Geld. Also ich habe ja zu Hause auch eine Miete zu zahlen, ich habe meine Rentenversicherung zu zahlen, das alles habe ich nicht. Das ist natürlich ein Problem für mich, ja. Also das bräuchte ich tatsächlich von jemandem und das bräuchte ich nicht geliehen, sondern das brauche ich als direkte Hilfe ausgezahlt. Und so geht es meinen Kollegen und Kolleginnen genauso, die vielleicht Konzerte veranstalten. Bei denen ist das ja nicht, ist ja das nicht anders. Und das Ganze muss natürlich, also das ist für uns auch ein psychologisches Ding, ja. Also ich weiß, dass ich in einem Rechtsstaat lebe und wir waren alle bedingungslos bereit zuzusperren, haben da keine Anstalten gemacht, um halt einfach unsere Gesellschaft zu schützen. Genauso erwarte ich mir aber auch von dieser Gesellschaft, dass wir jetzt auch dann bedingungslos unterstützt werden.
Darf ich da direkt zu nachfragen? Wird das dann ungefähr so sein, was ihr euch wünscht im Verband? So, man schaut sich die Umsätze an, die ihr im letzten Jahr hattet, und davon einen gewissen Prozentzahl, das würdet ihr als Entschädigung wollen, beziehungsweise? Ganz genau, das wäre ein gutes Modell. Okay, ja. Gerhard, willst du da noch was hinzufügen? Ja, gerne. Also, es gefällt mir natürlich, weil ihr das schon so skizziert, wie wir es jetzt, Sanne und ich auch, oder grüne Kulturpolitikerinnen bundesweit so vorschlagen in die Richtung. Vielleicht kommen wir dann in Nuancen, aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. In dieser Kulturrettungsfonds, wo Geld reinkommt, Austöpfen der Bundesregierung, vielleicht eben auch bei den Ländern, die von den Kulturschaffenden, da zähle ich eben auch Clubbetreiber und so weiter, alle dazu, auch Filmschaffende, und das in Form von Direktzahlungen auf Basis der Steuererklärung der letzten Jahre oder dann ausgezahlt werden sollten. Eins ist mir immer wichtig zu sagen, und David hat das angedeutet. Ich glaube, dass die ganze Branche sehr solidarisch war. Es ist auch Solidarität von den Leuten zu spüren, die in die Clubs gehen, glaube ich. Also ich kriege schon Rückmeldungen, oder mich funken auch welche an und sagen, ich erreiche den und jenen nicht mehr. Weißt du, ob der Club, ob es denen gut geht und solche Sachen. Also wirklich sehr kleinteilig, was ich wirklich sehr super finde. Und ich glaube, die Politik muss auch hier diese Solidarität, die kann ich ins Nirgendwo reinschießen. Also es ist nicht alles Goodwill, ich habe es euch vorhin gesagt. Es gibt auch handfeste Gründe dafür, aber natürlich, da ist die Kultur auch der Ausdruck dessen, was wir als freie Gesellschaft begreifen. Und das zeigt sich da in dieser Solidarität, die ich mitkriege. Da muss die Politik einfach zuliefern. Sato. Ich wollte noch erwähnen, dass es eine Initiative gibt, bei der wir auch, an der wir auch mit dran arbeiten, und zwar, dass das Arbeitslosengeld 1 für diejenigen, die ein Anrecht darauf haben, in der Zeit, in der wir Corona haben, nicht oder wieder sozusagen die Anwartschaft in dieser Zeit gesammelt wird und nicht aufgebraucht wird, sodass man in dieser Zeit eben, vor allem wichtig für die freiwillig Arbeitslosen versichert sind, von den Selbstständigen, das gibt es ja in den seltenen Fällen, aber es gibt es, aber für jeden anderen sicherlich auch oder andere, dass man halt jetzt in der Zeit nicht seine ganzen Ansprüche aufbrauchen muss, sondern wenn man schon welche hat, beziehungsweise die Anwartschaft, die man hatte, wenn man jetzt am Ende ist, dass die dann um die Corona-Zeit zumindest verlängert wird. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also, dass einfach so eine Planbarkeit auch ein bisschen entsteht, obwohl natürlich diese Ungewissheit ist. Wir nähern uns auch dem Ende der Veranstaltung. Also, wir haben noch eine Weile, aber ich wollte sagen, ich würde gerne einmal noch ganz viele Fragen zur Veranstaltungsgröße zusammenfassen und da jetzt nicht jemand dran nehmen, sondern ich habe hier 3, 4, 5 Fragen zur Veranstaltungsgröße. Vielleicht noch mal ein Wort aus Bayern. Also es hieß ja vom Bund immer, die Länder sollen das wohl selber entscheiden. Es gibt hier überhaupt keine Anstalten, in irgendeiner Form zu sagen, was ist mit Freilichtbühnen, was ist eine Großveranstaltung, wie sieht es aus mit Theatern, die nur jeden zweiten Platz freigeben. Es gab eine ziemlich klare Aussage von Staatsminister Siebler, unserem Kunstminister hier in Bayern, der sich auch redlich bemüht, ja, muss man wirklich sagen. Also es ist nicht so, dass sie ja nur Schlechtes tun, ja, was Erhard schon gesagt hat. Also man darf da auch nicht zu viel kritisieren, aber man muss doch immer wieder kritisch draufschauen. Er hat gesagt, er könnte sich das nicht vorstellen, wenn da jetzt in einem Theater für 1000 Leute nur 300 Menschen drin säßen. Es wird ja auch ein Geld kosten und so, aber natürlich, ob man das Theater jetzt bezahlt und es ist gar keiner dort, oder ob man es bezahlt und es sind wenigstens ein Drittel der Leute dort. Was ist da besser, ja? Und zu Freilichtspielen hat sich noch keiner geäußert. Zu Museen, da sieht er eine Öffnungschance. Es gibt viele künstlerische Formen, die finden auch alleine statt. Also beispielsweise Augmented Reality Walks oder Video Tours oder sowas, ja. Performative Stadtspaziergänge, also was. Also es gibt 1:1 Kulturformate mit Publikum. Da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das finde ich schwierig. Und wir haben dazu einen Antrag gestellt,
den wir aber noch nicht parlamentarisch eingebracht haben. Das ist noch in der grünen Fraktion, wo wir die Staatsregierung auffordern, einen Plan zu erstellen. Also wir sagen nicht, ihr müsst jetzt ab September dann alles erlauben, weil das können wir gar nicht, wegen der Pandemie. Natürlich, das wäre fahrlässig. Aber wir hätten gerne ein Konzept zu Infektionsschutzmaßnahmen, wo man sagt, wenn ihr so und so viele Quadratmeter habt, dürfen so viele Menschen rein. Wenn ihr so und so viele Bestuhlungen habt, dürfen so viele rein, damit die Kulturschaffenden die Chance haben, sich darauf einzustellen und speziell auch Dinge zu konzipieren für das, was geht, für das, was möglich und verantwortbar ist. Ich glaube auch, wie David Süß schon gesagt hat, die Kulturbereiche, wo einfach der Austausch vom Schweiß immanent dazugehört, da wird es schwierig. Aber in vielen Kulturbereichen kann ich mir vorstellen, dass da ein Ministerium mit einem so großen Apparat an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern es schafft, ein Infektionsschutzkonzept vorzulegen, das dann Kreative auch wieder mit Raum füllen können, wenn damit die Veranstaltungsgrößenfrage beantwortet ist. Sanja, ich würde ganz kurz noch was ergänzen. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht auch das Ministerium selber machen muss, sondern dass wir Thinktanks bilden, also wo wir Veranstalter, Veranstalterinnen auch mitreden können, Expertise mit einbringen können und überlegen können, welche Veranstaltungen können wir möglichst schnell wieder durchführen, weil wir wissen ja, wie es ausschaut bei uns. Das muss ja jemand im Ministerium gar nicht wissen. Und dass wir gemeinsam eben Gremien bilden, in denen wir nachdenken, was können wir Stück für Stück wieder hochfahren, ohne eben tatsächlich andere Menschen dabei zu gefährden. Auch beim Drehen gibt es da auch schon Konzepte und Ideen, wie man drehen könnte, sozusagen ohne oder das Gesundheitsrisiko, um das Gesundheitsrisiko dabei zu minimieren. Das muss man dann halt gemeinsam auch nochmal durchsprechen und gucken, für welche Projekte das realisierbar ist und für welche eher nicht. Und habt ihr denn, das würde mich jetzt vielleicht an die Verbände nochmal interessieren, habt ihr denn da schon Kontakt aufgenommen zur Bundesebene, zur Landesebene? Ihr kennt jetzt ja ein paar Abgeordnete, ein paar Stadträte auch. Gibt es denn da schon tatsächlich einen Kontakt zur Politik auch oder seid ihr im Moment gerade dabei, euch als Verbände auch zu vernetzen? Weil ja zum Beispiel die DEHOGA für das Tourismus- und Gastgewerbe so spricht, als gäbe es keine Gastronomen, die nicht DEHOGA-Mitglied sind, während die ganze Kultur- und Filmbranche ja doch extrem zersplittert und kleinteilig ist. Ja, also ich kann das nur bestätigen. Jetzt findet tatsächlich eine sehr starke Zusammenarbeit statt zwischen den einzelnen Verbänden aus der Filmbranche. Das war vorher nicht so. Ich begrüße das und finde das ganz toll, auch die Ergebnisse, die dabei herauskommen. Und wir sind noch in der Vernetzungsphase, in der Ausformulierungsphase. Und ich denke dann, dass der nächste Schritt tatsächlich raus in die Politik ist. David, bei euch? Ja, also wir haben jetzt als Münchner Verband, haben wir der Stadtpolitik die Gespräche angeboten, also sowohl der Verwaltung als jetzt auch in Richtung Oberbürgermeister, haben aber da noch keine Antworten bekommen. Wenn ich bundesweit schaue, also wir sind auch Mitglied in der Livecom, also die Livecom hat bundesweit knapp 600 Live-Spielstätten und Clubs zusammengeschlossen. Dort gibt es also ein Corona-Krisenstab, also der tagt zweimal in der Woche und da findet bundesweit ein Austausch statt und es wird tatsächlich auch versucht, die Bundespolitik über die, der Erhard kennt es, zu informieren, wo der Schuh drückt. Aber tatsächlich wurden wir bis heute noch nicht gefragt, ob wir Expertise einbringen können, wenn es um eine Wiedereröffnung geht. Also das ist tatsächlich noch nicht passiert bei uns. Also da haben wir tatsächlich morgen auf der Tagesordnung zwei tolle Anträge für euren Verband, David, oder vielleicht auch für die Verbände von den Menschen, die hier zuhören. Wir haben morgen einen Antrag, da geht es um die Filmbranche. Da bitten wir das liebe Digitalministerium von unserer Staatsministerin Judith Gerlach, bitte nehmt Kontakt mit den Verbänden auf, arbeitet gemeinsam mit denen Konzepte und setzt sie um, informiert dann auch die Verbände über die Umsetzung. Und einen weiteren für die Kulturbranche, wo wir auch eine Beteiligung fordern, wo wir sagen, geht auf die Kulturverbände zu und nehmt die bitte an der Hand und nehmt sie mit. Ich kann die auch noch für euch hochladen. Im Moment sind, wenn ihr auf diese grauen Reiter schaut, wo ihr, wenn ihr an dem roten Pfeil, an dem roten Kästchen weißer Pfeil das aufklappt, dann seht ihr so viele, viele Reiter. Unter dem Reiter Unterlagen haben wir euch schon den offenen Brief von Erhard und mir an die Ministerin hier hochgeladen. Der ging letzte Woche raus und
Vielleicht hat Herr Söder den gelesen. Und es gibt dort auch noch unseren Antrag, wo das mit der KSK drin steht, unseren grünen Antrag der grünen Fraktion hier in Bayern. Wenn ihr also diese Unterlagen seht, könnt ihr euch das da runterladen. Der Andreas Pfeffer hat hier noch geschrieben, als Verband arbeiten wir zusammen mit Berufsgenossenschaften und dem Verband der Lebensmittelkontrolle entsprechende Konzepte. Ich weiß nicht von welchem Verband, außer dass er Grüße an Erhard geschickt hat von einem Volksfest geschenkt. Ja, der Andreas ist Vizepräsident des Deutschen Schaustellerinnenverbands, die natürlich jetzt auch ganz hart getroffen sind, ja. Großveranstaltungen. Also ich sage jetzt mal Straubinger Gäubodenvolksfest, ich würde sagen Wiesen, aber er läuft aufs Gleiche raus, die ja schon ewig lang jetzt keine Einnahmen mehr hatten und für dies für den Rest des Jahres auch zappenduster aussieht, das muss man ganz klar sagen. Ich möchte das nicht so, also das passt gut zusammen mit dem, was Satu Siegemund gesagt hat. Ich glaube, man spürt diesen Schulterschluss quer auch, also von den Verbänden. Das ist ganz wichtig auch, dass man dann auch sieht, wer alles betroffen ist und wer eben von der Politik bisher eben nicht so gesehen wurde. Das ist, glaube ich, unsere entscheidende Aufgabe, Sanne, dass wir da reingehen. Das, was David gesagt hat, dass die Experten nicht gehört werden, das ist auch ein großer Punkt. Also natürlich muss es Expertenkommissionen geben, wo die Politik, die an den Geldtöpfen sitzen, sich auch die Expertinnen und Experten an den Tisch holen, um eben diese ganzen Sachen zu vermeiden, dass Leute durchs Raster fallen. Und nochmal, was Satu gesagt hat, bei der Musikbranche, also bei der Musikwirtschaft, es gibt, die sprechen jetzt mit einer Stimme, also nicht nur die Livecom ist dabei, sondern auch die Majors und die Indies. Und das ist fast wie wenn, ich weiß keinen Vergleich, wie wenn Dieter Bohlen wieder mit dem anderen, mit seinem Kompagnon zusammenarbeiten würde. Also es sind unvorstellbare Allianzen, werden da gerade wieder möglich gemacht, weil die Leute einfach merken, man ist insgesamt bedroht und betroffen und da muss man einfach zusammen erreicht man am meisten. Und wir sind da gerne auch die Lautsprecher dann, die das auf die politische Ebene tragen oder in der politischen Ebene versuchen einzuspeisen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass David natürlich auch im Münchner Stadtrat, es ist alles sehr relevant und sehr entscheidend auf allen politischen Ebenen das zu machen. Aber ich appelliere an die Verbände, dass sie ganz laut werden, dass sie alle ihre Kontakte nützen, auch wenn es sein muss, in die CSU rein. Du hast es gesagt, natürlich müssen die auch da vorstellig werden. Ich weiß, dass das zum Beispiel der Andreas Pfeffer vorbildlich macht und dann muss man die kitzeln und dann müssen die das sehen und dann müssen sie da einfach, da muss da Geld fließen. Ich wollte dazu noch sagen, man muss natürlich auch mit einkalkulieren, dass gerade bei den Verbänden und Berufsverbänden, die in Richtung Kultur und sowas gehen, die meisten Leute da ehrenamtlich arbeiten, mit sowas noch nie in Berührung gekommen sind und wir einen wahnsinnigen Rechercheaufwand zurzeit haben, weil also gerade Verbände, die bundesübergreifend tätig sind wie der BVR oder bundesweit tätig sind wie der BVR, da müssen wir erstmal gucken, was geht, mit wem können wir, wo ist Schulterschluss, wer hat ähnliche Probleme. Insofern bin ich ganz froh, dass ich auch über euch da sehr viele Informationen bekomme und sehe, welche anderen Bereiche in der Kultur ähnliche Probleme haben, sodass man da auch miteinander, auch wenn das jetzt sozusagen eine andere Kulturbranche ist, aber manche haben dann doch ähnliche Probleme und auch da kann man sich vernetzen und verzahnen und auch das finde ich sehr wichtig. Also nicht nur, dass wir Filmverbände mit den, keine Ahnung, Verband der Produktion und was auch immer zusammenarbeiten, sondern dass wir auch sehen, was auf der anderen Seite in Sachen Musik, in Sachen Veranstalter und so weiter. Wo können wir da gemeinsame Sache machen? Was betrifft uns alle in ähnlicher Weise? Das ist ein guter und wichtiger Punkt. Und ich habe den Menschen, die sich schon an mich gewandt hatten per E-Mail, das sind sehr viele. Ich bin auch dankbar dafür, dass sich so viele an uns wenden, an die Politik wenden, weil dafür sind wir ja auch da. Habe ich immer geraten, wenn ich ein bisschen die Verbände kenne, geh zu jenem oder diesem Verband, weil da sind Hauptamtliche dabei. Das heißt, man müsste gucken, dass die Verbände, wo es Hauptamtliche gibt, wo es vielleicht eine Geschäftsführerstelle gibt, wo so ein bisschen Ressourcen wenigstens da sind, wo es einen Presseverteiler gibt, dass man die bittet, dass sie die anderen so ein bisschen an die Hand nehmen. Es gibt wirklich sehr gute Verbände, die aber einfach die Struktur nicht haben
um da rauszugehen. Und ich finde es auch gerade wichtig, dass wir sozusagen auch spartenübergreifend zusammenarbeiten. Wir haben in unserem Antrag zum Beispiel jetzt nochmal an Andreas Pfeffer gerichtet. Ich bin selber ein Kind einer sehr weitläufigen Schaustellerfamilie. Ich gehöre zu den Rosskopfs aus der Pfalz am Rhein, die mit Boxautos und Karussell und Schiffschaukeln über die Lande ziehen und jetzt natürlich auch die ganzen Weinfeste nicht stattfinden dort. Und wir haben in unserem Antrag natürlich die Heimatkultur, die Volksfeste auch mit erwähnt, weil das natürlich auch zu unserer Kultur hier in Bayern, in dem Kulturstaat dazugehört. Und es wäre einfach ganz wichtig, dass die starken Verbände auf die kleineren zugehen, sagen, wir nehmen euch mit und dann gemeinsame, große, starke Anforderungen an die Politik schicken. Ich hatte heute gerade wieder einen Schauspielerverband, alles Ehrenamt. Die tun wirklich, was sie können. Die hatten halt sozusagen an eine Stelle geschrieben, gedacht, naja, vielleicht in 2, 3 Wochen antwortet da jemand. Die sind im Moment alle überlastet. Man muss an sehr viele schreiben, man muss sehr breit streuen, auch an die Ausschussmitglieder, an die Parlamentarier. Viele Leute, die in den Parlamenten sitzen, sind einfach tatsächlich keine Expertinnen und Experten. Deshalb sind wir wahnsinnig froh, dass es euch in den Verbänden gibt, um auch an die das zurückzuspiegeln, was los ist. Und wir helfen dabei gerne mit und auch an wirklich breit streuen an alle hingehen. Es gab noch eine ganz aktuelle Frage zu den Vorgaben zum Antrag für die 1.000-Euro-Unterstützung. Da gibt es bis jetzt nur ein einziges winziges Interview mit dem Bernd Siebler in der Passauer Neuen Presse, wo er dazu was gesagt hat. Und es gibt ein bisschen was im Kabinettsbeschluss. Dazu werde ich nochmal auf meiner Homepage einen Post machen, was das Kabinett heute beschlossen hat. Aber da steht noch nicht drin, unter welchem Link man das bekommt. Da steht nicht drin, ob das eine Zuwendung ist oder ob das steuerrechtlich relevant ist. Es steht da leider alles noch nicht. Aber ich werde auf meinen Kanälen informieren. Sanne-kurz.de oder wenn man mich googelt, Sanne Kurz, findet man das alles. Auch der Erhard ist wirklich immer ganz toll dabei und informiert sehr. Aber wichtig ist, dass man auch die Sachen, die es jetzt gibt, einfach in die Breite reinstreut, sodass die Leute das auch immer zeitnah mitbekommen. Ich glaube, wir kommen auch schon so ziemlich zum Ende. Einen ganz wunderbaren Schlusssatz hat hier der Andreas Pfeffer geschrieben. Der hat geschrieben, wir sind alle gemeinsam Kultur. Das fände ich einen wirklich sehr, sehr schönen Satz, um hier auch unsere Runde langsam zu beenden. Wir sind alle gemeinsam Kultur, wir sind alle gemeinsam Bayern und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier in 12 Monaten wieder treffen und sehen, Bayern ist auch immer noch Kulturstaat geblieben. Deshalb schön, dass ihr da wart. Bleibt gesund. Wendet euch gerne an den Erhard, an mich, an den David, wenn ihr Fragen habt. Ja. Wir tun, was wir können. Und wir hoffen, dass die Sachen, die wir planen, umgesetzt werden und die nötigen Hilfen kommen, sodass wir auch in 12 Monaten allen noch sagen können, wir sind Kulturstadt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Danke euch. Servus. Ja. Tschüss, gutes Durchhalten Dank. Allen. Ja. Und danke auch Annette. Annette, ich weiß, du bist da. Vielen Dank. Super.